Hallo Leute, ich bin back mit einem neuen Lesevlog und zwar zu Regenglanz von Anja Ohma. Ich glaube, Lesevlogs sind mit meine Lieblingsvideos, die ich überhaupt drehe, und dass ich endlich zu Regenglanz einen Leservlog machen kann, freut mich sehr, weil ich dieses Buch jetzt schon so oft in meine Monatsplanung eingeplant hatte, aber immer noch nicht gelesen habe. Wir haben jetzt gerade den 30. März und ich wollte es eigentlich im März lesen. Mal wieder ist es irgendwie das letzte Buch geworden, zu dem ich greife, aber ich greife jetzt endlich dazu und vielleicht schaffe ich es bis morgen zu beenden, was ich irgendwie bezweifle, weil es 500 Seiten hat und damit nicht gerade dünn ist. Am Ende des Videos werde ich das erste Mal einen kleinen Spoilerbereich einbauen. Ich werde euch mal irgendwo ein Bild einblenden, ab wann der Spoilerbereich anfängt. Dann könnt ihr dort vorher wegschalten, falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt. Aber ich werde es auch noch mal vorher dann sagen, dass ab jetzt der Spoilerbereich anfängt. Ich dachte, für die Leute, die das Buch schon gelesen haben und mehr über den Inhalt diskutieren wollen, wäre das vielleicht eine ganz gute Idee, dort eben eine Rezension noch einzubauen, wo es Spoiler gibt und man über den Inhalt sich noch austauschen kann, anstatt nur grob zu sagen, wie es einem mit dem Buch ging, wie es einem gefallen hat und ja, was man so grob daran nicht gut fand. Deswegen bin ich mal gespannt, wie ich das auf dieses Buch anwenden kann und hoffe, das passt so ganz gut. Bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich ganz kurz nochmal sagen, um was es in Regenglanz geht. Ich bin der Meinung, das ist der erste Teil einer Reihe, die von Anja Ohma jetzt erscheint. Die werden bestimmt aber auch unabhängig lesbar sein. Also das ist bestimmt abgeschlossene Geschichte über ein Pärchen und im nächsten Band geht es dann wahrscheinlich um ein anderes Pärchen. Es ist im New Adult-Bereich und es geht um Elissa und Simon. Elissa ist Tätowiererin neben ihrem Kunststudium und ist auch sehr gut in ihrem Job, aber das sieht irgendwie ihr neuester Kunde etwas anders, weil er sich nicht von ihr tätowieren lassen will. Und Elissa denkt dann irgendwie anfangs eher sexistisch, weil er sich nicht von ihr tätowieren lassen will. Aber es geht, glaube ich, darum, dass Simon ein sehr peinliches Tattoo überstechen lassen möchte und ihm das irgendwie unangenehm vor Elissa ist, weil er sie irgendwie anziehend findet oder so. Ich habe keine Ahnung, um was es da genau geht. Auf jeden Fall findet er den Gedanken, dass sie ihn für sexistisch hält, noch schlimmer als sein Tattoo, weswegen die beiden, glaube ich, doch zu einer Einigung kommen und sie lernen sich auf jeden Fall während der Sitzung beim Tätowieren näher kennen. Finde ich mega, mega spannendes Konzept. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch übers Tätowieren gelesen, also wo es hauptsächlich um den Vorgang des Tätowierens geht und auch um die Sitzungen und das Kennenlernen der beiden. Am Ende des Klappentexts steht ein Satz und zwar: Doch keiner von ihnen ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass sie mit ihrer beginnenden Beziehung gerade ein Tabu brechen. Und was es damit auf sich hat, bin ich mega gespannt. Ich habe jetzt von mehreren irgendwie schon gehört, dass es einen Plot-Twist geben soll, der sie irgendwie umgehauen hat. Und ja, ich glaube, es hat auch ganz gute Bewertungen. Das Buch spielt übrigens in Hamburg und ist Band 1 der Sturm-Trilogie. Also wird es doch noch mehrere Teile geben. Ich bin mega gespannt. Das klingt auf jeden Fall so gut. Und alleine dieses Cover ist es ja wirklich wert, dieses Buch zu haben und dieser Buchschnitt. Ich lieb's. Und wir werden jetzt mal das Buch anfangen. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass es auf Spotify auch noch das Hörbuch gibt. Also wenn ich irgendwie mal nebenbei ein bisschen was hören will, werde ich das auch noch machen. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall mega und wir fangen einfach an. So, es ist jetzt schon 17.40 Uhr. Ich habe so um die Nachmittagszeit mit dem Buch angefangen. Ich bin jetzt bei Seite 84. Ich komme relativ gut durch die Seiten und auch schnell. Es ist auch irgendwie nicht so viel von der Seite beschrieben und auch ziemlich wenig auf der Seite, würde ich mal sagen. Also manche New Adult Bücher haben halt die komplette Seite beschrieben und deswegen komme ich hier auch schnell durch, vor allem weil teilweise auch ein paar SMS so zwischendrin eingebaut sind. Ich mag das total und auch wie die Länge der Kapitel ist, wie der Schreibstil ist, gefällt mir alles super. Also bis jetzt habe ich eigentlich nichts zu meckern. Ich mag auch die Charaktere sehr, also Simon und Elissa haben jetzt bis jetzt ein bisschen kennengelernt. Elissa empfinde ich als total taffe Hauptprotagonistin. Sie hat eher so lila Haare und ist Tätowiererin. Und ja, ich glaube, familiär hat sie etwas Probleme mit ihrem Vater. Und da bin ich auch noch gespannt, wie sich das noch ein bisschen auswirkt. Da haben wir noch nicht allzu viel mitbekommen. Sie lebt in einer WG mit ihrer besten Freundin, glaube ich, Leo. Hat aber eigentlich noch eine andere beste Freundin, die aber in einer anderen Stadt studiert. Und ich glaube, um die drei besten Freundinnen geht es in der ganzen Reihe. Andererseits haben wir aber von
von Simon, würde ich sagen, ein bisschen mehr schon mitbekommen. Also wir haben jetzt einmal ein bisschen über seine Ex-Freundin direkt am Anfang erfahren. Und darum geht auch dieses Tattoo. Also sein Tattoo ist für seine Ex-Freundin gewesen. Ist auch kein Spoiler, weil das eigentlich direkt auf der ersten Seite oder auf der zweiten Seite beschrieben wird. Ja, auch die Szene, dass er sich nicht von Alyssa tätowieren will, war eigentlich direkt am Anfang. Deswegen waren wir auch ziemlich schnell in der Story drin. Also es hat ziemlich schnell an Handlung aufgenommen, was ich ganz gut eigentlich finde. Und danach haben wir auch so ein bisschen von Simons Familie schon mitbekommen. Also er hat noch eine kleine Schwester und ich bin der Meinung, er hat auch einige Probleme mit seinem Vater. Ich weiß nicht warum, aber die Stimmung war ein bisschen komisch bei diesem Familienessen. Und ich finde Simons Oma total süß. Also die will irgendwie sich auch tätowieren lassen und wollte daher eigentlich mit zu diesem Gesprächstermin zu Simons Tätowierstunde damit. Ich fand die total cute, weil sie ihren verstorbenen Ehemann, glaube ich, irgendwie auf ihrem Unterarm haben wollte, damit sie nicht immer ein Bild raussuchen muss. Finde ich total süß. Ich feiere die Oma und ja, bin da auch gespannt, wie die Familie sich so ein bisschen noch von den beiden auswirken wird in diesem Buch. Ja, bis jetzt kann ich halt nicht weiter viel sagen. Die hatten jetzt dieses erste Gespräch über das Tattoo, was Simon sich stechen lassen will. Bis jetzt spüre ich da noch nicht wirklich eine Anziehung zwischen den beiden oder die Chemie oder so krass doll. Ich bin gespannt, ob sich das im Laufe des Buchs jetzt noch ändern wird. Ich bin ja auch erst bei Seite 80, von daher habe ich da aber trotzdem noch Hoffnung. Ich werde wahrscheinlich später noch weiterlesen und hoffe, dass ich heute auf jeden Fall etwa bis Seite 200 komme. Ich glaube auch nicht, dass das allzu schwer sein sollte. Ich hoffe einfach, dass ich heute Abend noch ein bisschen Zeit finde, um mich hinzusetzen und noch 100 Seiten zu lesen. Und dann, ja, steht ihm eigentlich nichts im Wege, dass ich das Buch vielleicht morgen sogar beenden kann. So, mittlerweile bin ich schon bei Seite 330 in Regenglanz. Also so würde ich mal sagen, ich habe 3/4 des Buchs geschafft. Es gefällt mir eigentlich richtig gut. Vor allem der Schreibstil von Anja Oma gefällt mir mega. Also ich komme super flüssig durch das Buch. Ich kann richtig viel am Stück lesen und die Seiten vor allem sehr schnell. Und ich mag die Charaktere total. Also Alyssa und Simon haben es mir total angetan. Und auch dieses ganze Setting in Hamburg mit dem Tätowieren. Ich finde es einfach total klasse. Mich hat einfach bis jetzt die Geschichte an sich, also die Handlung an sich, noch nicht wirklich gecatcht. Also es ist halt so eine typische romantische New Adult-Geschichte, wo sich die beiden Hauptcharaktere kennenlernen und sich halt zueinander hingezogen fühlen. Aber ich hoffe, weil viele von einem Plot-Twist noch gesprochen haben, dass der jetzt bald kommen wird und ja, dass mich das ganze Buch mich einfach ein bisschen mehr in seinen Bann zieht. Deswegen momentan kann ich halt nicht viel sagen. Momentan bekommen wir noch ein bisschen mehr über die Kunstliebe von Alyssa und ihrer Mutter, die ja schon verstorben ist, haben wir mitbekommen, lernen wir halt kennen. Und ja, ich bin gespannt, was das Ganze auch mit dem Tod von ihrer Mutter auf sich hat. Ja, auch Simon und sein Bruder, dazu will ich jetzt auch nicht viel sagen, war eine krasse Geschichte, das hat mich auch voll mitgenommen. Und hoffe, dass das noch ein bisschen mehr ausgebaut wird, weil das jetzt einfach nur ein bisschen angerissen war. Aber ich finde die Themen, die hier behandelt werden, richtig, richtig interessant. Nur catcht es mich noch nicht so 100%. Also es hat eine ganz niedliche Geschichte, aber es hat momentan noch nicht dieses Highlight-Gefühl. Aber wie gesagt, kann ich mich überhaupt nicht beschweren, weil ich auch die drei Mädels total mag. Also Leo, Keller oder keine Ahnung, wie man sie genau ausspricht, und eben Alyssa. Und ich mag Simon auch total. Ich mag seinen Kumpel Alex total. Auch wenn man von ihm auch noch nicht so viel mitbekommen hat, aber eben Simons Familie finde ich auch total süß. Deswegen bin ich einfach nur gespannt, wie das ganze Buch jetzt noch weiter ablaufen wird und freue mich auf jeden Fall aufs Weiterlesen. Irgendwann muss ich endlich mal diese Seite hier rausschneiden. Das war ja irgendwie so eingebunden in den Buchrücken. Ja, sonst kann ich nicht weiterlesen, aber ich bin ja da noch nicht. Also am Freitag hatten wir unseren Launch vom Etsy-Shop und wir haben mittlerweile 3 Verkäufe gehabt und ich bin super froh. Ich habe heute neben dem Lesen auch noch ein bisschen an neuen Anhängern gearbeitet. Und zwar werden diese bald auch irgendwann in den Shop kommen. Ich finde die ganz cute eigentlich. Und an neuen Scrunchies, die finde ich auch super schön. Ja, ich bin einfach total dankbar, dass es schon Bestellungen gab und freue mich echt über jeden Einzelnen, der sich dafür interessiert. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal in Regenglanz weiterlesen. Genau, dann werde ich euch updaten, wenn ich ein bisschen weitergekommen bin. Vielleicht
kann sogar sein, dass ich euch ein Update gebe, wenn das Buch beendet ist, weil ich hier eben super schnell durchkomme. Ja, ich kann mich einfach an diesem Cover nicht satt sehen. Das ist so schön. Und ich freue mich mega, das bald zu beenden und auch die nächsten Bände bald zu kaufen. Die sind nämlich auch so schön, obwohl ich glaube ich den ersten Teil noch mit am schönsten finde. Aber ich freue mich total. So, ich habe Regenglanz beendet. Ich weiß auch ganz ehrlich gar nicht mehr, wann ich das Buch beendet habe. Ich glaube, es ist jetzt schon über eine Woche her. Ich habe irgendwie komplett das Gefühl für Zeit und Tage verloren, seitdem ich irgendwie mit der Uni angefangen habe wieder. Und seitdem feststeht, wann ich mein Kolloquium habe, weil ich nämlich in anderthalb Wochen ungefähr meine Bachelorarbeit verteidigen muss. Und dafür habe ich halt momentan sehr viel zu tun. Ich habe es deswegen irgendwie auch noch nicht geschafft, ein Update zu filmen oder besser gesagt mein Fazit. Auf jeden Fall hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe dem Buch jetzt 4 Sterne gegeben, aber es konnte mich nicht so 100% überzeugen. Also es ist leider kein Highlight geworden. Dafür mochte ich den Schreibstil von Anja Ohmer umso mehr. Und auch die Charaktere waren mir super sympathisch, auch super authentisch. Und ich habe eigentlich nicht viel zu meckern, aber irgendwie war halt dieser gewisse Punkt nicht da, wo es mich wirklich in den Bann gezogen hat, falls ihr wisst, was ich meine. Aber ich mochte es an sich richtig, richtig gern. Wir hatten auch so ein bisschen einen Twist im Buch. Das hat mich nicht wirklich abgeschreckt, weil ich ein bisschen Angst hatte, um was es da ging. Aber ich fand den ganz gut. Ich fand den auch ganz gut aufgebaut. Aber auch der hat mich nicht so 100% überrascht. Deswegen 4 Sterne. Ich mochte Lissa und Simon total. Ich mochte auch das Ganze mit dem Tätowieren total und freue mich auch sehr auf die weiteren Bücher von Anja Ohmer. Ich hätte mir zum Beispiel auch ein bisschen mehr gewünscht, dass man ein bisschen mehr noch von dem Tätowieren mitbekommen hätte. Irgendwie ist das so ein bisschen gegen dem letzten Drittel des Buches untergegangen. Ich weiß gar nicht, wo das Thema dann auf einmal hin war. Aber auch das ganze Thema um Elissas Familie fand ich wirklich gut umgesetzt, aber halt einfach nicht so komplett 100% das, was ich irgendwie erwartet habe. Ich habe irgendwie noch ein bisschen was Krasseres erwartet. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie dieses Gefühl war nicht ganz da, dass es mich so zu 100% überzeugt hat. Ich habe danach mit Throne of Glass Selenas Geschichten, also diese Novelle 1 bis 5 angefangen. Bin da mittlerweile bei Seite 156. Ich glaube, ich habe die ersten 2 Geschichten gelesen. Sie haben mir ganz gut gefallen. Also ich mag Selena hier wieder sehr gern. Und ich bin ganz froh, dass sie hier nicht so naiv rüberkommt und nicht so kindisch irgendwie, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass, weil sie ja hier jünger ist als in dem dritten Teil, dass das irgendwie wieder so ein bisschen den Touch so vom Naiven annimmt. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber sie ist mir ganz angenehm und da bin ich ganz froh drüber. Wir haben ja auch Sam jetzt ein bisschen näher kennengelernt, den wir schon aus den ersten Teilen so ein bisschen reingeschmissen bekommen haben, sage ich jetzt mal. Also wir haben ja nicht super viel über ihn gelernt, wir haben so ein bisschen gelernt, was so passiert ist mit den beiden und ich denke mal, in dem Teil wird sich das eben so ein bisschen mehr aufbauen und was da eben wirklich passiert ist. Ich bin super gespannt. Bis jetzt catcht mich das Buch nicht zu 100%. Also es ist halt nicht super spannend. Es ist ganz angenehm zu lesen. Es macht auch Spaß zu lesen. Aber es ist halt nicht so ein Buch, wo ich jetzt die ganze Zeit denke, ich muss unbedingt weiterlesen. Und für mich ist das jetzt gerade momentan wirklich sehr gut, weil ich ja eben viel Zeit noch mit der Vorbereitung des Kolloquiums verbringen möchte und muss und noch ziemlich viel lernen muss. Deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt nicht so 100% in Lesestimmung bin. In anderthalb Wochen sieht es wahrscheinlich wieder ganz anders aus, aber ich werde die nächste Zeit mit dem Buch verbringen. Wahrscheinlich werde ich hier nicht wirklich immer wieder Updates geben, so alle 50, 100 Seiten oder so, weil es jetzt einfach momentan zeitlich nicht so gut passt. Und auch, würde ich sagen, zu dem Buch nicht 100% passt. Also auch wenn es mir gefällt, kann ich jetzt nicht zu viel sagen, wie auch bei den anderen Teilen, weil auch wenn es die Vorgeschichte sozusagen ist, würde man ja Sachen aus den ersten Teilen sozusagen spoilern, weil die werden ja erst im Laufe der Teile erwähnt. Aber durch dieses Buch weiß man sie dann eben schon und im Detail. Also ja, es ist kompliziert. Ich will einfach nicht so viel sagen, damit niemandem irgendwie was vorweggenommen wird. Und deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Ich hoffe, dass ich zumindest heute noch die dritte Geschichte sozusagen beende und
die vierte Novelle anfangen kann. Mal gucken, wie realistisch das ist. Aber ja, so insgesamt gefällt mir eigentlich dieses Setting hier in dem Buch sehr gut, weil wir mal in irgendwie andere Orte kommen. Also am Anfang hatten wir so eine ganz andere Stadt und auch ein ganz anderes Gefühl von den Städten. Und auch in der dritten Geschichte jetzt ist auch wieder ein komplett anderes Setting. Ich mag es total und auch die Abwechslung einfach mal. Und bin gespannt, was uns hier noch so erwartet. Ich habe jetzt nach Ewigkeiten Throne of Glass Selenas Geschichte beendet und das Lesezeichen kann ich jetzt rausnehmen. Ich habe dem Buch jetzt 4 Sterne gegeben. Es war nicht rund und perfekt. Ich habe wirklich sehr lange dafür gebraucht. Auch wenn ich mich nebenbei für mein Kolloquium vorbereitet habe, was ich jetzt hinter mir habe und deswegen so lange dafür gebraucht habe. Aber es war halt auch irgendwie sehr langatmig, obwohl die Geschichten mir sehr gefallen haben. Man wusste ja irgendwie schon, was am Ende passiert, eben durch die anderen Bücher. Aber trotzdem hat mich das nochmal total mitgenommen. Also ich weiß nicht warum, ich war irgendwie sehr geschockt, als es dann soweit war und sehr traurig darüber. Aber ich war irgendwie froh, dass es nicht mehr ganz so detailliert beschrieben wurde. Also ich dachte irgendwie, dass dieses ganze Ende mit dieser Handlung eben noch sehr detailreich beschrieben wird, war hier nicht der Fall. Fand ich auch irgendwie besser so. Ja, jetzt hat man hier halt irgendwie ein bisschen mehr Hintergrundwissen über Selena bekommen. Ich bin gespannt, wie sich das mit in die weitere Geschichte einbauen lässt. Ich glaube, was ich am besten an der Geschichte fand, war die Handlung um den stummen Meister, glaube ich, hieß der, und eben um Ensel, die sie da getroffen hat. Das fand ich, glaube ich, mit am interessantesten an dem ganzen Buch. Ich mochte auch diese ganze Freundschaft, die sich da irgendwie entwickelt hat und wie Selena eben dort angekommen ist und ihre ganze Zeit dort verbracht hat, sage ich mal, bis hin eben zu den Aufträgen, die dann im Endeffekt das eingeleitet haben, sozusagen, was wir schon durch die ersten 3 Teile kennen. Es war ein interessantes Buch, waren interessante Geschichten, aber jetzt nicht irgendwie ultra krass. Ja, deswegen bin ich jetzt froh darüber, das beendet zu haben und mit dem 4. Teil dann weitermachen zu können. Ich werde zu dem Buch auch keine Spoiler mehr einbauen, weil ich da jetzt irgendwie nicht zu bestimmten Handlungspunkten eine krasse Meinung habe. Also da waren jetzt halt nicht diese Mega-Twists irgendwie, also keine krassen Plot-Twists außer einen, den ich nicht so erwartet hätte. Aber es lohnt sich da jetzt nicht noch irgendwie das weiter auszuführen und dann extra Abschnitt in dem Blog zu machen. Deswegen ein gutes Buch. Ich bin froh, dass ich es endlich beendet habe. Wirklich, ich habe so lange gebraucht. Ja, ich würde sagen, ich beende jetzt hier den Vlog. Alle, die noch den Spoilerbereich von Regenglanz hören wollen, die sollten jetzt dranbleiben. Für alle anderen bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Für alle, die Regenglanz schon gelesen haben, die können jetzt dranbleiben. Alle, die das Buch noch nicht gelesen haben und es auch unbedingt noch lesen wollen und auch definitiv nicht gespoilert werden wollen, die sollten jetzt wegschalten, weil jetzt kommt ein Spoilerbereich. Ich gebe euch jetzt noch 3 Sekunden ungefähr zum Wegschalten und dann fange ich an, über den Inhalt dieses Buchs zu reden. Und die Leute eben, die meine genaue Meinung hören wollen, die gespoilerten Inhalt sozusagen hören wollen, weil sie das eben schon gelesen haben, die können jetzt dranbleiben und die anderen bitte schaltet ab oder ihr werdet aus Versehen gespoilert und das will ich nicht. Zu diesem Buch habe ich nicht so super viele Punkte, die ich jetzt noch im Spoilerbereich so ansprechen möchte, aber ich wollte diesen Plot-Twist ansprechen, der hier kommt. Und zwar hatte ich die Angst, dass, weil es ja irgendwie um diesen Unfall von Elissas Mama ging, dass es hier so wieder kommt, dass Sam irgendwie dran schuld ist. Und ich kann diesen Twist einfach nicht mehr leiden in Büchern. Ich habe in irgendeinem Video das auch schon mal angedeutet, dass ein Buch mir nicht gefallen hat, weil dieser Plot-Twist da drin war. Und es ist auch genau dieser Handlungsstrang, den ich leider einfach überhaupt nicht mehr leiden kann. Weil irgendwie gefühlt habe ich in diesem Zeitraum damals so viele Bücher mit diesem Twist gelesen, dass irgendein Unfall passiert ist und dann genau die Person, die man trifft und in die man sich verliebt, die ist dran schuld und es kommt ein riesengroßer Streit und ja, man hasst sich, weil irgendjemand an irgendjemandes Unfall oder Tod schuld ist und eigentlich ist es gar nicht so, die kommen wieder zusammen und ich habe es zu oft gelesen und ich habe keinen Bock mehr drauf, deswegen war ich froh, dass das in diesem Buch nicht so war. Wir hatten ja hier den Punkt, dass Simon mit Lissas Schwester Kiki, glaube ich. Ich sehe Kiki. Rebecca auf jeden Fall, glaube ich, zusammen war. Das sozusagen seine psychopathische Ex-Freundin war, die ihm ein Kind erst andrehen wollte und dann eine Schwangerschaft vorgetäuscht hat und dann sozusagen eine Fehlgeburt vorgetäuscht hat. Also
super viel Stuff und ich fand es total interessant, was Simon so für schlechte Erfahrungen mit einer Freundin, mit einer Ex-Freundin hatte und warum er eben dieses Tattoo überstochen haben wollte. Und ich hatte bis zum Ende des Buches auch Angst, dass wir das nicht mehr so aufgearbeitet kriegen, also was eigentlich wirklich in Simons Beziehung passiert ist. Aber wir haben es perfekt in die Geschichte eingearbeitet bekommen mit der psychopathischen Schwester von Alyssa. Und sorry, aber diese Schwester ist wirklich so psycho. Ich konnte sie das ganze Buch über nicht ab. Die Kommentare, die sie abgegeben hat, wie sie Alyssa behandelt, super toxisch, super egoistisch, super, ja, ich finde gar keine Worte für diese Art von Mensch. Ich mochte aber im Endeffekt, wie Alyssa dann mit diesem Ultimatum, was Kiki ihr gestellt hat, oder Rebecca besser gesagt ihr gestellt hat, entweder Simon oder sie als Schwester zu verlieren, super aufgearbeitet, super sensibles Thema, aber toll und authentisch von Alyssa gehandelt worden sozusagen. Ich fand es super realistisch und ja, ich mochte das einfach, wie authentisch Alyssa hier so ein bisschen ihr Leben reflektiert hat und eben auch Schlüsse für ihre Zukunft gezogen hat und auch mal nicht nur an andere gedacht hat, sondern auch an sich selbst. Ich hatte irgendwie gedacht, dass hier irgendwas noch mit Simons Papa sein wird, was sich irgendwie so ein bisschen in die Familie von Alyssa einbinden lässt. Ich weiß nicht warum, ich hatte da irgendwie so ein Gefühl, aber hat sich dann doch nicht bewahrheitet. Auch, wo wir gerade beim Thema Papa sind, der Papa von Alyssa, total traurig, total enttäuschend, wie der sich verhält. Und da tat mir Alyssa besonders leid, aber hat sie auch wieder eine sehr starke Protagonistin werden lassen und auch wie sie damit umgegangen ist. Also alles in allem, ich fand das Buch sehr gut, aber es hat für mich irgendwie dieser gewisse Touch gefehlt. Also es war wirklich manchmal an gewissen Stellen einfach ein bisschen langweilig, aber trotzdem super geschrieben und ich freue mich total auf die nächsten Bände. So, und für alle auch, die jetzt hier bei diesem Spoilerbereich für Regenglanz dabei geblieben sind, danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns im nächsten Video.